Im Zusammenwirken mit der Stadt Würzburg und Stadt Ochsenfurt darf ich unseren Ehrengast, den bayerischen Staatsminister, Herrn Joachim Herrmann, zum heutigen Jubiläumsgottesdienst hier im Neumünster recht herzlich begrüßen. Es ist uns eine große Ehre, dass Sie unsere Einladung unter dem Motto 50 Jahre Syrjoja in Bayern, eine gelungene Integration, angenommen haben und diesen besonderen Tag gebührend mit uns feiern wollen. Pschenu ubeschlomo athet, herzlich willkommen, Herr Staatsminister Joachim Herrmann. Tauchen Sie nun ein mit uns in die Welt der syrisch-orthodoxen Kirche von Antiochien. Sehr gerne feiere ich heute dieses freudige Ereignis mit Ihnen. Dabei könnte der Ort dafür gar nicht passender gewählt sein, denn dieses neue Münster verkörpert ja die Anfänge des Christentums in Franken, denn an der Stelle der heutigen Stiftskirche sollen ja einst die Frankenapostel ihren Märtyrertod gestorben sein. Sie blicken dankbar auf 50 Jahre zurück. Das ist sehr, sehr schön, ein halbes Jahrhundert. Auch von meiner Seite einen herzlichen Glückwunsch dazu und die Freude natürlich, dass Sie bei uns sind. Entsprechend hier in Deutschland aufgestellt und organisiert zu sein, das ist tatsächlich ein Beispiel erfolgreicher Integration in dieses Land, das auch Ihr Land geworden ist. Sie haben sich somit nahtlos in unsere deutsche Gesellschaft eingefügt, ohne Ihre kulturellen Wurzeln zu kappen. Sie sind ein Beispiel dafür, dass Sie beides können. Integriert sein und zugleich auch Ihre Traditionen zu bewahren. Ich glaube, wir dürfen auch als die, zu denen ihr gekommen seid, ja, danken dafür. Ihr seid eine Bereicherung für uns. Ihr seid ein ganz wertvoller Bestandteil unserer Gesellschaft. Und ich würde sogar so sagen, ihr habt unsere Heimat mitgeprägt. Und ihr seid ein Teil unserer Heimat, der nicht mehr wegzudenken ist. Das ist das erste Mal sowas bei uns geschehen. Und das Wichtigste über unsere Religion, unsere Traditionen, unser Volk. In Ochsenfurt oder Würzburg, wo auch immer, das wünsche ich Ihnen, dass dieses Turabdin überall da entsteht, wo Sie wohnen und leben. Dann ist es auch für uns ein wichtiger, heiliger Berg zur Orientierung und zum gemeinsamen Glauben. Herzlichen Dank für gemeinsame 50 Jahre. Alles, alles Gute in den nächsten Jahren, Gottes Segen. Und dafür möchte ich Ihnen meinen Respekt, meine Anerkennung zollen und auch ein herzliches als Oberbürgermeister und auch für die Kollegen des Stadtrates zurufen. Ein herzliches Weiter-so. Der Tag hat mir natürlich sehr gut gefallen und es gab auch eine emotionale Komponente, weil ich vieles auch bei mir wiedergefunden habe, beziehungsweise auch die Geschichten, die hier erzählt worden ist, ich am eigenen Leib erlebt habe. Also insgesamt ein sehr gelungener Tag und auch eine sehr gelungene Veranstaltung.
freut uns für solche Sachen, die schon gemacht wurden. Hoffentlich wird noch mehr und weiter solche Sachen wird schon mit zwischen uns deutsche Brüder und Schwestern wird schon kommen.